jetzt von unserem King Arthur, beziehungsweise Michael war ja alleine, berichten wir euch nachher, Besichtigung, habe ich mir so ein Pastetchen mal geholt. Die sind bekannt, das sind so Cornwell-Spezialitäten. Sollte man mal probieren. Mal gucken, ob es schmeckt. Der Mann aus dem Reisebericht sagte, bisschen Fahrt. Naja, mal gucken, ich werde es jetzt mal probieren. So, ich habe mein Pastetchen gegessen, allerdings nicht alles, sondern nur die Hälfte, das ist gar nicht zu schaffen. Gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Ich hatte ja so ein vegetarisches genommen, weiß nicht, irgendwie komische Gewürze da drin. Leichte Schärfe, das hat mir gut geschmeckt. Also mit der Füllung würde ich es jetzt nicht nochmal essen. Geht so, würde ich sagen. Mal gucken, wie Michael seins ist. Der hat eins mit Steak oder so genommen, ne? Und mit Fleisch auf jeden Fall. War okay, aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal holen. Aber was so richtig scheiße gut schmeckt, also mir, da kann man aber nur ganz wenig davon essen. Nur so ganz kleine Stückchen sich davon abbrechen. Das sind diese Teile und die nennen sich Fatsch. Und das ist Butter, Zucker und dann gibt es die mit noch irgendwas drin, hat sie gesagt, wie ist Mehl oder was ist? Nee, Mehl ist das nicht. Nee, was jetzt sind, was da, also auf jeden Fall Butter, ein Haufen Zucker und natürlich dann, was da. Ja, ist. Aber noch irgendwas anderes ist da drin, hat sie gesagt, ich hab's, egal. Also die nennen sich Fatsch. Und die gibt es dann halt so mit Irish Cream und Karamell und es ist halt total fett und geht halt so ungesund, geht sofort dahin. Aber mal so kleine Stückchen zwischendurch. Schmeckt gut. Scheiße. Schmeckt gut. Naja, man muss ja mal sowas probieren. So Spezialitäten vom Land. Ne? Ja. Willst du mal ein Stückchen kosten? Nee, danke. Der bleibt lieber ganz dünn und schlank. Aber mir ist das zu süß. Ich mag das nicht. Ja, so kleine Teilchen, mal so würde ich nur ganz bisschen, das schmeckt schon ganz gut. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Michael, wir sind vorhin vorgelaufen zum, deswegen sind wir ja hierher gefahren, weil ja dieses Castle hier ist. Artus. Genau, König Artus, so, ja. Und die ganze kleine Stadt hier, die ist voll auf König Artus ausgerichtet. Überall von Souvenirs, über alles heißt hier König Artus. Und und dann standen wir davor und dann hat das gekostet 21 Pfund pro Person. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Da geht nur einer rein und Michael ist gegangen. Und es war auch ganz anstrengend, hast du gesagt, ne? Zurück ist anstrengend, ja, weil sie lassen einem nicht oben auf dem Weg zurückgehen, sondern du musst runter an den Strand und dann auf der anderen Seite wieder hoch, weil da haben sie dann so ein Café und Souvenirshop, da sollst du dann unbedingt dran vorbei, da wollen sie Popolaccios machen und dann geht das schön steil wieder zurück. Du kannst dich da auch fahren lassen, da fährt so ein... Ja, zwei so eine kleinen Autos habe ich... Ja, Range, also so Land Rover fahren. Genau, ja. Kostet 2,50 sind ein paar hundert Meter. Also, macht auch gutes Geld da. Naja. Aber macht ja Sinn für jemanden, der nicht so gut zu Fuß ist und so. Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich fand das jetzt nicht sehr beeindruckend, weil Nummer eins, es ist ja nur eine Sage. Es ist ja nichts, was wirklich stimmt. Und Nummer zwei. Ich habe gelesen, die Nebel von Avalon. Ich bin eigentlich König Artus-Fan und Lancelot. Oh, ja, und ich liebe das. Sind ja nur noch ein paar Steinhaufen, die da rumstehen. Und ich habe mit Deuten einen Spaziergang gemacht und bin einfach so am Ort lang weitergelaufen. Und so kam auf einmal links ein großes, denke ich, entweder es ist ein Museum oder es ist ein Hotel. Sah aus wie unser Hotel, wo wir in Schottland gewohnt haben. Mal. Da haben wir auch so Türmchen überall drauf und so. Ne? Und jedenfalls bin ich dahin mal in die Richtung gelaufen und eine mega Aussicht da. Da gab es auch einen so schönen Stellplatz. Hätten wir das gewusst, wir hätten nur ein paar Meter weiterfahren brauchen. Auch für 5 Pfund mit Übernachtung. So einen, wo wir gestern gestanden haben, der zu hatte. Genau die gleiche. Mit Blick aufs Meer. Traumhaft schön. Und da hatte man eine Aussicht. Ich bin dann um dieses Hotel mal rumgelaufen, bin dann auch mal ein bisschen runtergelaufen und hatte einen mega Ausblick.
zu dem Castle vom König Artus. Und konnte da auch ganz tolle Bilder machen, zwar nur mit dem Handy, aber egal, von der Brücke und von allem. Also ich konnte auch mein King Artus sehen. Ja. Also das hat mich total gefreut, dass ich das entdeckt habe. Und du konntest dann auch auf so eine Plattform vorgehen. Da war so eine Gesteinsform und da konntest du dann richtig steil runter gucken. Aber für mich nicht möglich. Und jetzt fahren wir weiter. Und zwar wollen wir jetzt zu diesem Michael. Ja, St. Michael, ja. Diese Festung, auch die im Meer ist, wo man nur bei Ebbe hinlaufen kann und so ähnlich wie das in Frankreich. Ja. Und da wollen wir jetzt noch hinfahren heute. Hast du jetzt einen Stellplatz gefunden? Ich will anrufen. Ah, okay. Okay, weil es ist nicht so einfach. Jetzt haben doch schon viele Stellplätze zu und Campingplätze, ne? Ja, es ist nicht so einfach, in England einfach mal irgendwo sich hinzustellen. Das ist das Problem. Wir stehen jetzt also in der Ortschaft auf dem auf dem Parkplatz. Daneben gibt es nochmal, ich zeige euch das mal hier da drüben, ich weiß nicht, ob man das von hier aus sieht, gibt es nochmal auch so einen Stellplatz auf dem Rasen. Und der kostet 8 Pfund und du musst das, glaube ich, in Münzen bezahlen. Und wir waren gestern unterwegs und gestern haben wir wirklich die erste unfreundliche Person hier kennengelernt. Und zwar bei mir hier einkaufen nochmal. Da gibt es einen kleinen Tante-Emma-Laden. Und wir haben das mit Karte bezahlt dann, ne? Nee. Ich habe bar bezahlt und habe gefragt, ob ich Kleingeld haben kann, um den Parkautomat zu bezahlen. Da hat sie gesagt, das können sie nicht machen. Ich muss was kaufen. Da habe ich schon mal geguckt, weil... Wir hatten ja gekauft, ja. Und dann bin ich hinten ans Regal, habe noch eine Flasche Bier geholt für 1,95. 10 Pfund hatte ich, also mussten ja 8,5 Pfund übrig bleiben. Das hätte genau gereicht, 8 Pfund. Da gibt es immer einen 5-Pfund-Schein. Sag ich ja, kann ich dafür bitte Münzen abnehmen? Nee, machen Sie nicht. Da war ich bedient. Hat sie nicht gemacht. Aber es steht in dem Buch auch drin, oder bei Park for Night steht es drin, nicht in dem Buch, bei Park for Night, dass die Geschäfte nicht wechseln. Ja, wenn du nichts kaufst. Aber ich meine, wir haben gekauft. Ja. Und dann kann man das auch mal machen. Und wenn sie ja wenigstens gesagt hätte, sie hat nicht genug Kleingeld, sie kann das nicht machen, hätte ich gesagt, okay. Aber das hättest du uns sagen können. Aber die war ja sowieso, nee, von Anfang an war die unfreundlich gewesen. Nee. Ja, ansonsten sind die Engländer super freundlich. Sehr nett, grüßen auch auf der Straße. Die sind total freundlich. Ich habe nicht gedacht, dass die Menschen so nett und freundlich sind in England. So, und jetzt machen wir los, jetzt fahren wir weiter. So, wir sind jetzt da und zwar an einem Holiday Park, der heißt Weald Watney. Und dort in dem blauen Häuschen, da ist jetzt ein Umschlag hinterlegt. Michael hatte vorhin angerufen und da würde dann alles drinstehen, wo wir unser Plätzchen haben. Kreditkarten und man musste Michael per Telefon durchgeben und damit ist wohl alles erledigt. Ja, schauen wir mal. Bin mal gespannt. Das war natürlich jetzt wieder eine anstrengende Fahrerei. Michael ist auch kaputt, weil es immer wieder zwischendurch Strecken gibt, die sehr eng sind und du dann wirklich hochkonzentriert fahren musst und sehr langsam, damit es nicht wieder Peng macht, ne? Michael hat schon einen neuen Spiegel bestellt. Das Unterteil vom Spiegel. Unterteil hast du bestellt, ne? Ja, und das Gehäuse. Und das Gehäuse. Und dann will er es versuchen, selber zu reparieren. Schauen wir mal. Ja, seitdem fährt er langsamer. Deutlich langsamer. Hat ja nicht auf Frauchen gehört. Und dann wird er das versuchen, selber zu reparieren. So. Und? Ja. Alles da? Guck mal hier, der große Mann im kleinen Häuschen. Guck mal hier, da ist es. Welcome to Weald Watney Holiday Park, Michael Würdele. Ha! Tja, und was steht da jetzt drin? Wir haben Platz Nummer 10. Platz Nummer 10. Mhm. Warte, dann wollen wir mal gucken, wa?
Oder willst du erst nochmal runterfahren? Ich bin erst mal runterfahren. So, jetzt haben wir ja alles sicher, dass wir unser Plätzchen für heute haben. Fahren wir nochmal ins Örtchen, oder? Ich habe einen Hundebeutel dabei. Ach, das ist ja niedlich, wirklich? Ja. Zeig mal. Ach Gottchen, guck mal, haben sie zwei Hundebeutel mit dazu gelegt für eine Nacht. Kann er zweimal kackern gehen. Zweimal kannst du kackern gehen, guck mal. Hast ein Hundebeutel gekriegt. Da, Leckerchen. Und Leckerchen, oh, wie süß. Guck doch mal hier, ist das niedlich, wa? Das ist ja süß, ne? Ja. Da kriegst du mal eins, guck mal hier. Das geht immer, ne? Ja. Das ist ja niedlich, wa? So sind sie, die Engländer. Das ist hier wirklich total schön. Immer lieb und zuvorkommt. Und die sind so hundefreundlich hier. Das ist extrem hundefreundliches Land. Hab ich sowas so heiß noch nie erlebt, ne? Wirklich immer für Hunde alles bereit und da. Und jeder hat hier mindestens zwei Hunde an der Leine. Also hier gibt es extrem viele Hunde. Ja. Ne? Das gefällt dir hier. Und mit Achtung. Ja, jetzt ist Flut. Was ist denn das? Haben die auch einen Pool? Ja. Die haben viel schon, diese Wohnmobilheime hier. Guck mal. Das ist ein schönes hier, das ist schön groß. Das ist doch kein, da kommt doch kein Zehn mehr. Guck doch mal den Umschlag, der den nicht bricht. Da vorne stand, glaube ich, 14, 13 und so dran, wo der stand. Na, die das hat aber doch eingezeichnet. Plätze sein. Die hat er aber eingezeichnet. Guck. Hier ist die Ding geradeaus. Da ist der Parkplatz und dann muss es da links reingehen. Oder habe ich nichts gesehen, wo es da links reinging? Wir sind jetzt. Wenn du vom Shop auskommst, ist das. Hier wo ist, ist der Eingang? Hier haben wir gestanden. Hier habe ich das Ding ab. Joa, hier. Mhm. So, dann das Ding hier entlang. Dann muss. Also, dann muss es irgendwo reingehen. Ja, das hat hier gar nichts zu tun. Was musst du denn jetzt? Ja, rückwärts ausfahren. Wieso das? Warum kannst du dich da rumfahren? Ich glaube nicht, dass das geht. Ich dachte, ich da rumkomme. Das Was denn? Hier piept doch. Piept doch von hinten ein Blumenstrauß. So, hier ist der Parkplatz.
geht das hier über die Wiese. Hier. Da steht. Ja. Hier, das sind die Plätze. Ja, und dann ist es da drüben. Wie hole ich denn da? Rückwärts einparken. 10. Direkt neben dem hier. Was denn? Was? Was packt denn wieder welche?